Und damit herzlich willkommen zurück in dem wunderschönen Lande von Bound by Flame. Und wie in der letzten Folge angekündigt, versuchen wir uns doch jetzt erstmal auf den Weg zu machen, die olle Spasso-Muzzle von der ollen Heilerin da irgendwie zu kreieren. Heilressourcen und der verlorene Assistent. Boah, wo ist nur die Frage? Ja, das ist wundervoll. Erstmal raus. Erstmal hier raus. So. Boop. Boop. Jo, rüber über die Brücke und dann erstmal raus. Und ich glaube, man kam ja auch irgendwie über diesen... neue Stufe? Hab ich irgendwas verpeilt? Ja gut, hier sind immer noch die ganzen... Ich bin halt so unglaublich scharf auf diese Sachen finden und vor allem mehr Erfahrung kriegen. Das finde ich halt so geil. Was haben wir denn noch so? Nö. Haudegen brauche ich nicht. Assassine wäre natürlich nicht schlecht. Chance für kritischen Treffer mit Dolchen plus 2%. Alter, ist das lame. Naja, egal. Machen wir einfach mal. Whatsoever. Ja, mit zweihändigen Schwertern umgehen ist natürlich auch ganz schnieke. Das wäre mal eventuell auch nochmal uns drum kümmern. Jetzt allerdings sind die halt einfach nur langsam. Und ich mag halt Dolche wie Sau. So. Sumpf. Und dann mal gucken, wo uns die ganze Quest die Größe hinführt, ne? Freunde. Zusammen hier immer noch mit unserer scharfen Lederhexe, mit dem, ja, wie es equatet sein sollte, missglückt irgendwie Bleichmittel in die Haare geschmissen oder so. Ganz egal, da drüben. Da drüben ist gleich mal die 2. Ergo, ich habe es hier irgendwie mit Gegnern schon gerechnet. Ergo, hä, wo sind die denn alle? Ist hier keiner mehr? Hier ist auch nicht das Ding, was immer rumstresst hier. Diese komische Baumkrankheit. Aha. Diesmal meckert er wenigstens schon mal nicht rum. Ich kann da jetzt nicht reingehen. Ich muss vorher irgendwas anderes machen. So, schauen wir mal. Wenn ich jetzt auf die Map gucke. Dann habe ich hier der verlorene Assistent. Und ansonsten ist hier gar nichts weiter. Okay. Ja, gut. Dann erstmal der verlorene Assi. Gold, Juwel, Knochen, Herzstab. Ich will mal ein paar fette Dolche. Fee! Fee! Hä? Hallo, 3? Ja. Ja. And it's down! Ah ja. What? Macht sie denn? Müssen wir mal aufhören mit so einem Scheiß? So, Alter, hier sind keine Gegner. Das irritiert mich hart. Also, außer jetzt hier der Baumbart gerade eben, ne? Ah, da hinten ist gleich einer von diesen richtig fiesen Oberassis. Den catchen wir uns jetzt aber nicht weg. Wir gehen hier oben rüber, würde ich. Also wir gehen hier lang. Ah, doch. Dann versuchen wir es mal. Bams. Ja, der hat natürlich... Oh, fuck. No. Yeses. And that is how you do counter. Nice. Ist wie Fahrradfahren. Wenn man da 3-4 Tage nicht dran gesessen hat, geht das plötzlich. Ist auch immer so total geil. Das erste Mal auf dem Board nach dem Winter oder so ist so ein unglaublich geiles Gefühl. Man hat irgendwie wieder so Angst vor gar nichts mehr. Tötet Riesenviecherteile. Oh, wow. Nope. Vor allem hör auf meine Zauberin loszugehen. Sollten sowas. Stirb halt einfach.
Tu der Welt einen Gefallen. Ja. Ach so. Wollte ich mich gerade schon wieder aufregen, warum ich... Ja. Okay, krieg mich doch auf. Scheiß Sackgasse. Nope. Nein. Kommt man da irgendwie hoch? Natürlich durchsuchen. Ah. Rohmetall, wenigstens das. So, auf nach... Boah, brauche ich ja jetzt irgendeinen anderen Weg dahin, wa? Okay. So und links. Habt ihr auch ein Wort, was ihr so unglaublich häufig benutzt, wie so eine Übersprungshandlung, wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr sonst sagen sollt? Bei mir ist es grundsätzlich so. Auch wenn ich auf Leute warte oder so, es ist immer so. Ups, Alter. Geht der aber los auf die Olle? Übel. Warum greifen die Larven nicht an? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich hat er fies Dreck am Stecken, die Sau. Ups. Yeses. Alter, krass. Also immer wenn sich die Zeit so ein bisschen verlangsamt, glaube, kritten wir halt. Das ist verhältnismäßig oft. Achso, was ich mir mal angucken wollte, waren die Schadenswerte. Der Dolch. 10 Crit plus 10 physischer Schaden, 50 im Tarnmodus, bla bla. Das Ding hat halt 13. Nee, okay, gut. Das brauchen wir gar nicht erst irgendwie versuchen. Mit dem Schwert irgendwas zu verprügeln. Da oben ist was. I want that! Rohmetallknochen, verderbtes Blut. Super für Heiltränke. So, aber... Der Dude hat doch irgendwie... Da Dreck am Stecken. Wenn der nicht angegriffen wird. Warum greifen die mich an? Das ist doch scheiße. Bratz! Aua. Ja, konzentrier dich auf die Zauberin, damit ich dich schön von hinten nehmen kann. Yes! Ah. Läuft! So, na dann erzähl mal. Hey, Zeit aufzuwachen. Bist du Haimon? Assistent von Myrana? Myrana! Bist du in Ordnung? Kannst du gehen? Cool. Mann, oh Gott. Du siehst nicht gut aus. Puh, ja, folge mir oder nicht bewegen, ich komme später, um dich zu holen. Keine Ahnung. An sich würde ich den halt gerne einfach... Ja. Komm, wir gehen ins Dorf zurück. Myrana wird sich um dich kümmern. Wir sind jetzt aber nicht instant wieder im Dorf. Ach, scheiße. Ich hätte sie vielleicht vorher nochmal fragen sollen, was man am besten mit ihm macht. Hi, fuck! Mann. Oh, du hast ihn gefunden. Danke. Aber was hast du mit ihm gemacht? Hast du ihn geschlagen? Wir haben ihn so im Sumpf gefunden. Er folgte uns ohne weiteres, aber hat kein Wort gesagt. Kannst du dich mal zu der Alten hindrehen? Ich muss einen Schock haben. Ich kümmere mich um ihn. Jedenfalls verdankt euch Haimon viel. So wie ich auch. All die Flüchtlinge stehen in deiner Schuld. Bitte nimm das. Es gehörte meinem Mann. Ich werde es gut nutzen. Was denn? Was denn? Könnten wir erstmal... Ich gehe. Bis gut. Später. Könnten wir uns jetzt erstmal vernünftig positionieren und uns auch dahinstellen und die Legionärsbeinschienen betrachten? Oh, wir haben auch irgendwas Handschuhenmäßiges. Jo. Jo. Ja, kann man machen. Geil, die haben unten so eine übelsten. So Mini-Wolverine-Claws. Fies auf die Fresse. Was haben wir noch? Legionärs-Beinschienen. Na, bloß gut haben wir uns nicht so viel gekauft, Alter, bei. Zeug mit deinem Worte. Dem seltsamen Schmied. Nimmt auch wieder
Giftwiderstand raus. Andererseits sind wir auch noch nicht vergiftet worden. Also, erstmal drauf geschieße. Oh, nice, Alter. Die Dinger sehen echt cool aus. Feier ich. Bewegst du dich? Bitte nicht. Oh, bitte nicht für ein Thumbnail. Okay, nee. Lass mal nicht machen. Vulkan, welche Überraschung. Was führt dich her? Ich wollte dir mal erzählen, dass ich eigentlich viel lieber Vulkan ausgesprochen werden will. So, lass uns über deine Probleme reden. Ja, hast du etwas Seltsames an den Bewohnern bemerkt? Ja, hatten wir schon. Lass uns über deine Probleme reden. Meh. Gucken. Was hast du zu verkaufen? Ja, nö. Nix, 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 nix. Keine, nicht mal Tränke? Nur so Zeugs. Hä? Nee. Also, wo hast du dich versteckt? Haimon? What the fuck? Okay. Was haben wir denn noch so offen? Ach so, Heilressourcen. Aber das ist auch bei böse Augen. Dann eiskalt, würde ich sagen. Verlaufen wir uns doch erstmal wieder. Hä? Ach so, nee. Können wir da lang. Aha. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Hallo, Büffel. Das läuft so. Büffel. Nein, nein, wir haben ja erklärt bekommen, die ganzen Söldner, um einen Neuanfang zu wagen, lassen sich so coole Namen geben, wie Büffel und Vulkan. Was? Was? Ach so. Heilressourcen. Aha, die liegen überall rum. Ach, scheiße. Ja, drauf geschissen. Wir machen jetzt erstmal hier die Story weiter. Was geht denn? Schauen wir doch mal, was so passiert. Na, Jungs, weitermachen. Südliches Sumpfdelta. Und wieder diese... Wisst ihr, was ich extrem heftig finde? Dass diese komischen Maden oder was auch immer es sein sollen, ja... Die sehen tatsächlich ein bisschen aus wie so das Konstrukt vom HI-Virus. Falls euch das mal aufgefallen sein sollte. Das finde ich irgendwie echt hart. So. So. Und da ist der Baum weg. Aua. Da sollte... Au, scheiße. Da sollte der Baum weg sein. Komm schon. Und da ist er ausgewichen. Oh, fuck. Fuck. Ja, genau. Geht alle auf die Zauberin. Dann kann ich euch nämlich schön verklöppen. Perfekt. Nein, 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 nein. Huh, ah. Ja, wobei die halt nicht so richtig Tank ist, ne? Das sollte man eventuell auch immer noch mal bedenken. Wir müssen auch irgendwann noch mal mit der quatschen, weil die halt unglaublich suspekt ist, aber jetzt gerade nicht. Jetzt will ich erstmal wissen, was es mit den bösen Augen auf sich hat. So. Den schnappe ich mir. Dutz! Das war doch schön. Hahaha! Absolut super. Die Kleinen sind so super. So mini-fliegende HIV-Punching-Balls. Aua, was hat mich jetzt gerade ge... Was? Was war denn das für eine seltsame Statusveränderung gerade? Lass meine Lederhexe in Ruhe, du Sau. Ups. Und lass mich in Ruhe.
Was macht die Alte? Heilt die oder... Ja, keine Ahnung. Ich glaube ja, aber nur sich. Was haben wir denn hier für eine neue Stufe? Es ist doch gar keine... Ah, doch. Oh, 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 oh. Ja, ist jetzt natürlich die Frage. Wir haben hier halt noch alles Mögliche. Ja, Krieger. Ja, okay, Krieger hätte ich... Also, ich habe schon auch Bock auf so fette Zweihandwaffen. Aber ich finde halt die Dolche zu geil. Lässt sich schnell während der Abwehr bewegen. Hä? Schnall ich nicht. Erlaubt schnellere Bewegungen im Tarnmodus und so. Das machen wir auch alles noch. Obwohl, das können wir eigentlich... Diskretion, Tarnung plus 100%. Und hier, das können wir eigentlich voll machen. Bewegungen während des Ausweichens. Egal, wir machen jetzt einfach mal bestätigen. Bestätigen. Fertig. Ich hab's euch ja gesagt, ich mache erst einen Baum voll. Alleine schon, weil ich das Ding hier haben will. Relative Geschwindigkeit plus 100. Und dann gab's noch irgendwas mit Gift, was halt auch so unfassbar cool ist. Ach nee, das haben wir ja schon. Wo geht's eigentlich lang? Ich bin gerade so ziellos rumgeirrt. Scheiße. Völlig falsch? Böse Augen. Untersuche die Dorfbewohner, die sich... Super clever. Huch. Nehmen. Naja, ist ja nicht umsonst. Wir haben ja gelevelt. Alles cool. Alles easy. Weit weg waren wir ja auch nicht. Hä? Dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es noch nicht ganz raus, was das Spiel, beziehungsweise wann, wo eine Quest angezeigt wird. Hier wird ja jetzt ganz eindeutig eine 1 angezeigt. Von... Nein. Hauptmann?